So, ihr Lieben, jetzt bin ich leider etwas in Hektik, weil mein Sohn hat sich angekündigt und hat angekündigt, er hat riesigen Hunger. Oh, da bin ich natürlich gefordert. Jetzt habe ich nicht eingekauft, weil ich ja nicht wusste, dass er kommt. Jetzt improvisiere ich. Ich nehme jetzt, was ich habe, schneide es, tue es auf dieses weiße Brett. Weil ich es individuell anschmoren muss. Ich werde euch jetzt die schnellste Spaghetti-Gericht aller Zeiten zeigen. So, das ist Radicchio. Dieses hier ist Zucchini. Was habe ich denn hier noch? Zucchini. Mein Sohn hat immer großen Hunger und isst sehr gerne Gemüse. Insofern liegen wir genau richtig. Eine rote Paprika habe ich noch zu bieten. Fleisch braucht er nicht, dafür aber Käse. So. Jetzt haben wir noch eine von diesen herrlichen Zwiebeln. Sind die nicht wunderbar? Die werden einfach in Scheiben geschnitten. Da mache ich gar keinen großen Kult drum, von wegen Kleinhacken oder so. Und den Stiel auch. So, das ist diese Zwiebel, diese wunderbare. Ich würde sagen, noch etwas mehr Tomate, Kirschtomaten. Jetzt nehme ich noch etwas Rauke, schöne Champignons. Man, der hat einen Riesenhunger, aber ich würde sagen, das reicht jetzt. Das ist es. Das schmore ich jetzt an. Ihr Lieben, hier habe ich mir Knoblauch vorpräpariert. Ingwer vorpräpariert. In einem unserer nächsten Filmchen zeige ich euch, wie ich dieses hier in gewissen Mengen herstelle und wie ich es aufbewahre. Denn das ist sehr praktisch, wenn man das im Haus hat. So, jetzt werden wir dieses alles in die Pfanne tun. Je nach Garzeit zu unterschiedlichen Zeiten. Ich fange an mit den Zwiebeln und mit dem Bleichsellerie. Die brauchen am längsten. So, und was auch lange braucht, sind die kleinen, harten, spitzen Paprikas. Die brauchen auch. Und da werde ich auch gleich den Knoblauch mit reintun. Wenn die Pfanne jetzt sehr trocken wäre, würde ich es nicht tun, denn dann würde er mir anbrennen, aber die Pfanne ist recht feucht und wird auch noch feuchter. Inzwischen habe ich hier Spaghetti-Wasser aufgesetzt. Oh, jetzt kocht es. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr. Jeder hat hier eine andere Philosophie, aber ich mache immer ein Tröpfchen Öl in das Wasser. Und natürlich Salz. So, die kochen jetzt einige Minuten vor sich hin. Und wir rühren hier weiterhin um. Jetzt komme ich mit dem Radicchio. Ein wunderbares Gemüse. Und mit den Tomaten. Das Rot knallt ganz schön, ne? Passt eigentlich nicht zusammen. Aber in der Natur passt alles zusammen. Und wenn ihr riechen könntet, wie es hier schon duftet, wie es hier duftet, ganz appetitlich, dann würdet ihr euch selber einladen. Jetzt kommt der Chili. Ich mag immer ganz gerne, wenn der nicht zu weich geschmort ist, der Chili. Das kann ruhig noch so ein bisschen Biss haben. Pfeffer, Zucchini, die sind ja immer in 0,6 weich. Ebenso die Pilze. Zwischen kochen meine Spaghetti über, wunderbar.
Jetzt kommt so ein kleiner Trick. Das ist eine Gemüsepaste aus dem Bioladen. Und ein kleines Schlückchen Wein. So haben wir eine etwas sämigere Angelegenheit. Das ist ja ganz ohne Sahne oder irgend so etwas. Eigentlich ist es jetzt fertig. Ist so simpel, so einfach. Geht so schnell. Ist gesund. Ist würzig. Und da kommen jetzt diese Spaghetti noch rein. Ja, die sind jetzt gut al dente. Ich gieße die Spaghetti jetzt ab. So, das habe ich mit heißem Wasser übrigens die Pasta abgespült, weil ich habe hier ein bisschen zu viel Pasta gekocht, um die Stärke abzuspülen sozusagen. Sonst werden die immer so klebrig. Ich meine, wenn das alles mein Sohn essen soll, oh Gott. Dann werde ich mir lieber auch mit essen. Jetzt mische ich die hier alles. Ich werde dieses hier in der Pfanne servieren, so wie es ist, auf den Tisch stellen. Rauke. Hier meinen Emmentaler, den ich vorher natürlich gerieben habe. So, ihr Lieben, mein Sohn kann kommen. Ich befürchte, ich muss mitessen. Ich hoffe, er hat seine Frau mitgebracht. Das ist einfach zu viel. Aber es sieht doch göttlich aus, ne? Guten Appetit, sage ich schon mal im Voraus.